Moin, moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skyrim für die Switch. Wir befinden uns in Makkad und müssen dort eine Quest erledigen. Und zwar ist es das Haus des Schreckens. Wir sind ja eingedrungen und haben mit Molag Baal geredet. Und ja, jetzt müssen wir den Priester Boatia finden, den wir dann ihm locken und dann wird er wahrscheinlich getötet. Wir machen es nochmal. Ich sagte, gebt mir ein wenig Fleisch. Ich hab Hunger. Jedes Stück ein Meisterwerk rotwardonischer Handlers. Ihr müsst wirklich nicht noch mehr Essen in euren gewaltigen Ratzen stopfen. Oh. Kleiner Schwächling. Ich breche euch die Knochen. Aus? Wer irgendwie finden können, den Heiligen, den Priester da. So schwierig wird er sich wahrscheinlich nicht versteckt haben. Ich bin gespannt. Als Vampirfürsten öffnet den Metallleiste. Ja, ich habe das noch nicht so oft benutzt, dieses Vampirfürstentum. Aber ich muss mal gucken, ob ich nochmal Werwolf werden kann. Ich würde auch ganz gerne mal die Werwolf-Seite austesten. Aber jetzt gehen wir erstmal links. So. Kurz mal Karte, wo wir ganz hin müssen. Da hinten ist er. Was ist denn da am dichtesten? Ja. Eine Schnellreise hin. Und daraus ist es ja nur noch ein Katzensprung zu dem Priester. Ob das richtig ist, was ich tue, weiß ich gar nicht. Also wir machen es einfach mal machen. Einfach mal machen. Ich bin gespannt. So. Müssen wir in diese Richtung so oder so? Yo! Ich muss euch bitten, damit aufzuhören. Dieses Geschrei macht die Leute nervös. Wird nicht wieder vorkommen. Warte, hätten gern. So, wir müssen gucken, was ist denn hier? Darüber, das ist ja blöd. Ist der Hebel gut? Gar nichts. Wir sind so oder so wie die Brücke anscheinend. Keine Drache über uns. Bitte, jemand muss etwas unternehmen. Und den Drachen holen wir uns doch. Wo holen wir uns den? Was ist das Ball? Ach, ist mir egal. Wir machen jetzt erstmal die Quest. Weg hier am kürzesten. Warte, guck. Weil dahin. So laufe ich gerade ein bisschen verkehrt, aber. Sehr komisch. Wird das nix. Geht's doch bestimmt irgendwo. Da gibt's gleich irgendwo hoch. Hier keine Furcht. Geht hier irgendwo hoch. Wir wissen, wie lange so Formierer und alles, Designer daran sitzen, so eine Welt zu erschaffen. Jetzt nicht gerechnet an dem, wie lange sie die Produktionskosten dauern, sondern wie lange es dauert, die Welt so, wie sie jetzt ist, gehen zu lassen. Also nur die Welt, nicht das Programmieren, nicht nur das Grafische, was lange das dauert. Mal interessiert. Die dann hier auch durchlaufen, um mal zu gucken, muss optimieren. Da liegt was in der Luft und auch alles so ein bisschen nicht so einfach.
bekommen? Keine Ahnung. Mal, Priester haben wir gleich. Dumm die, dumm die. Hören Sie ein bisschen. Aber runter. So, ist die Frage, ob die Fluten uns da wegreißen, wenn wir diesen kleinen Weg darüber kommen. So. Und weiter geht's in diese Richtung. Da wird er wohnen. Mit dir reden. Oh. Oh. Stark. Habt ihr nicht drauf? War wirklich nur ein Kämpfer hier? Bist du zu beschützen? Hier. So, mein kleiner Mann. Ihr da, seid ihr hier, um mich zu ermorden? Wollt ihr den mächtigen Logrolf töten, solange er gefesselt und wehrlos ist? Ich bin hier, um euch zu retten. Retten? Niemand wusste, wo ich bin und wann ich gefangen genommen wurde. Wer hat euch geschickt? Boatia hat mich geschickt? Das ist eine Rolle? Hier. Oh, Molagbal. Was machen wir? Überreden oder einschüchtern? Ach, der König der Korruption schickt seinen Boten, um mich herauszufordern. Sehr schön. Ich werde mich mit Molagbal treffen und seinen Altar in Boetias Namen anbeten. So wie früher. Macht mich los, Scherge des Gehassten. Ich muss nach Markart. Hier, lasst mich diese Fesseln lösen. Ach, endlich frei. Und jetzt geht mir aus dem Weg. Ich habe etwas zu erledigen. Okay, jetzt geht er dahin. Und wir machen uns dann auch auf den Weg dahin, würde ich sagen. So. Hier zu verlassen haben. Wir reisen nach Markart. Das Labyrinth. Für das Labyrinthien wurde in der ersten Ära durch den Erzmagier Schalidor erbaut, obwohl die Ruinen selbst. Bretonenblut verleiht einen 50%igen Magiewiderstand. Bretonen wirken Drachenhaut, um kurzzeitig mit mir zu reden. Du hast verlassen Haus, ich muss lesen. Eure Haut ist schneeweiß. Fürchtet ihr euch etwa vor dem Sonnenlicht? Nein. Wir fürchten uns nicht vor dem Sonnenlicht. Bisschen vielleicht. Ich habe eine Michael Jackson. Ja, war der im Heer, ne? Was passiert? Gespannt. Er kennt den Weg ganz gut, der Typ. Erstmal, was er hier war, würde ich so behaupten. Molagbal! Denkt ihr,
ihr könntet Boetias Anhänger bezwingen? Ich habe diesen Wettstreit schon einmal gewonnen. Aber ich habe dieses Mal meinen eigenen Champion, Logrolf. Was? Ihr? Sterbliche, ich gebe euch meinen Streitkolben in all seiner rostigen Boshaftigkeit. Zermalmt Logrolfs Lebenswillen. Er soll sich mir unterwerfen. Okay, warte, machen wir gefügig. Ich gucken, ob wir den Streitbogen. Den hab ich schon recht. So, junger Freund. Schlagt ruhig richtig zu, Monster! Ihr hättet nie herkommen sollen. Ich beuge mich nicht. Niemals! Dafür sterbt von eurer zerbrechlichen, weichen, lachhaften Körper. Versucht es noch einmal. Ich ergebe mich! Kann ihn immer wieder lebendig machen. Dafür werdet ihr aufhören. Aufhören. Ich ergebe mich, Molag Baal. Ich ergebe mich. Ihr wollt euch mir beugen? Ja. Ihr wollt mir eure Seele überlassen? Ja. Ihr wollt der schwachen und bedauernswerten Boetia abschwören? Ja. Jetzt gehört ihr mir, Logrolf. Tötet ihn. Dafür werdet ihr zahlen. Und tot. So. Ja, was hat er denn so bei sich? Der Streitkolben von Molag Baal. Ich werde euch seine wahre Macht schenken, Sterbliche. Ganz geil aus, oder? Wisset, dass ich euch beobachten werde, wenn eure Feinde zerschmettert und blutend vor euch liegen. Hab Dank. Und jetzt muss ich mich um eine Seele im Reich des Vergessens kümmern. Und ihr kümmert euch bitte in meiner Abwesenheit um das Haus. Los werden hier im Spiel. Ja, so viel. England. Das ist eigentlich nicht. Liegt leider alles nicht. Wieder raus aus der Hütte hier. Und widmen uns unseren anderen Quests. Denn jetzt können wir uns wieder den eigentlichen Quests widmen, hier Markart, um rauszufinden, was es mit dieser der Tötung der Frau zum Beispiel auf dem Marktplatz zu tun hat.
So. Schatz. Die Ladezeiten nerven mich dermaßen. Die nerven mich aber fast bei jedem Spiel. Das ist einfach nicht mehr normal. So. Die Schatzkammer ist eigentlich nur für Kunden der Silberblutfamilie. Muss Tona sehen. Es tut mir leid, er möchte nicht gestört werden. Er ist mit wichtigen Angelegenheiten beschäftigt. Chef, sagt ihr? Ich hatte nicht gefragt. Dann geht einfach hinein. Lasst euch von mir nicht aufhalten. Super, einschüchtern geht immer. Ich habe noch Aufzeichnungen, um die ich mich kümmern muss. Ich bin die Frau von Tona Silberblut. Vergesst das nicht, wenn ihr mit mir sprecht. Mein Mann Tona kümmert sich um alle Angelegenheiten der Familie. Er ist ein bedeutender Mann. Werden wir gleich sehen. Hallo. Was wollt ihr hier? Ich sagte Ihnen doch, keine Besucher. Ich bin hier, um über Margret zu sprechen. Die kaiserliche Agentin? Stimmt, ich wusste davon. Wie viele Hunde wird mir das Kaiserreich denn noch auf den Hals hetzen? Das hier ist meine Angelegenheit. Meine Stadt. Ihr Kaiserreichsverehrer solltet lernen, euch nicht einzumischen. Und nun verschwindet! Für die Abgeschworenen! Was? Bei den Göttern, Betrit! Ihr seid so gut wie tot! Was war das? Ich hab sie wohl verscheucht. Meine Frau, Sie haben sie umgebracht. Verfluchter Mardanach. Verflucht sei sein abgeschworenes Hinterteil. Tut mir leid. Nein, tut es euch nicht. Ihr wollt wissen, was die Abgeschworenen wirklich sind? Ja. Sie sind meine Marionetten. Ich lasse ihren König in der Sidna-Mine verrotten. Er sollte sie eigentlich unter Kontrolle halten. Ihr habt eine Abmachung mit den Geschworenen getroffen? Nachdem ihr Aufstand niedergeschlagen war, ließ ich Mardanach zu mir bringen. Er war ein wildes Tier, aber ein nützliches. Ich bot ihm an, ihn vor der Hinrichtung zu bewahren, wenn er mit seinem Einfluss Probleme aus der Welt räumen würde. Konkurrenten, Agenten, Dummköpfe. Also erlaubte ich ihm seine kleine Abgeschworenen-Rebellion in der Sidna-Mine. Nun ist er außer Kontrolle. Soll ich mich um Mardanach kümmern? Ihr habt doch bereits, was ihr wolltet, verdammter Hund. Das ist alles eure Schuld. Ihr und Mardanach seid Tiere. Und zur Strafe werdet ihr beide in der Sidna-Mine verrotten. Jetzt verschwindet aus meinem Haus. Was denkt ihr, was ihr da macht? Na? Jetzt sagt die Stimme zu mir. Wenn das nicht angreifen soll. Erzeuge getötet. Okay, das ist gut. Das heißt, wird mich keiner mehr belästigen hier. Okay, dann müssen wir wohl raus. Ja, müssen wir. Oder nächste, den wir besuchen wollen? Ein Hinweis über Nepos. So. Dieser Streitfalken. Bleibt bloß weg damit. Nehmt ihn weg. Danke. Macht. Au. Okay. Rand vorbeigelaufen. Nepos Haus. Es
Entschuldigung, aber was wollt ihr hier? Ich bin hier, um Nepos zu sehen. Wir haben nicht mit euch gerechnet und der alte Mann braucht seine Ruhe. Kommt ein andermal wieder. Wartet. Es ist in Ordnung, meine Liebe. Schickt ihn herein. Ja, Nepos. Ihr habt ihn gehört. Tretet ein. Nepos, die Nase. Ich entschuldige mich für meine Haushälterin. Sie meint immer, mich beschützen zu müssen. Weiß nun, von Weile. Was wollt ihr? Ah ja, ihr habt euch als echter Bluthund erwiesen. Schließlich habt ihr mich aufgespürt. Ich spiele dieses Spiel schon seit 20 Jahren. Schicke die Jungen in den Tod. Alles im Namen der Abgeschworenen. Und ich bin dessen müde. So müde. Warum? Weil mein König es mir befohlen hat. Madanach. Als der Aufstand durch die Nord niedergeschlagen wurde, warfen sie ihn in die Minen. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber er lebt noch. Ich bekomme seine Nachrichten und gebe seine Befehle, ohne zu fragen, weiter. Warum erzählt ihr mir das alle? Mein lieber Junge, wie kommt ihr auf die Idee, dass ihr hier lebend herauskommt? Eure Ankunft ist beobachtet worden. Das Mädchen an der Tür ist eine Agentin der Abgeschworenen, verkleidet als Dienstmagd. Vor euch sind schon andere so weit gekommen. Und nach euch werden wieder andere so weit kommen. Wer ist Marana? Er ist der Lumpenkönig. Ein Mann, der einst ganz Reach im Griff hatte. Er schürt die Leidenschaften der Unterdrückten in dieser Stadt. Weist sie an, die Feinde der Abgeschworenen in unserem Namen zu töten. Alles aus dem Inneren der Sidna-Mine. Einem Nordgefängnis. Welche Ironie, nicht wahr? Ihr habt von einem Aufstand gesprochen. Markart und Reach gehören uns. Darum sind wir die Abgeschworenen. Wir können keinen Anspruch auf eine Heimat erheben, die uns gehört. Aber dann, während ihres Krieges gegen die Elfen, kam unser großer Moment. Wir vertrieben die Nord mit einem gewaltigen Aufstand aus Reach. Dann kamen Ulfric und seine Männer. Wer von uns nicht floh, wurde exekutiert. Außer mir selbst, meinem König und eine Handvoll anderer. Es tut mir leid, aber ihr hättet nie herkommen sollen. So, sag mir nochmal, dass hier keiner neben rauskommt. Mal mit, Schlüssel. Dietrich, so. So, den Schlüssel haben wir schon mal zu seinem Haus. Ich kann alles klauen. Kann uns ja eh keiner verraten. Bzw. beißen. Denn die sind alle tot. Wie mir ist sie auch nicht. Okay, ja, dann gehen wir wieder raus hier. Haben wir ja so ziemlich rausgefunden. So. Haben wir eigentlich alles gemacht, was wir machen sollten? Eine witzige Stadt hier, ne? Da sitzt jetzt der andere Agent da, der uns ein bisschen helfen kann. Wir hatten euch gewarnt, aber ihr musstet ja losziehen und Ärger machen. Jetzt müssen wir euch all diese aktuellen Mordfälle anlasten, Zeugen zum Schweigen bringen
Jede Menge Arbeit. Was habt ihr mit Eltreis gemacht? Das, was wir mit allen Einwohnern machen, die hier etwas verändern wollen. Wir hatten ein nettes kleines Abkommen zwischen Tona und Mardanach, bis ihr und Eltris angefangen habt, herumzuschnüffeln. Nun, ihr wolltet doch herausfinden, wer für die Morde verantwortlich ist. Dann freut euch, zusammen mit dem Lumpenkönig jede Menge Zeit in der Sidna-Mine verbringen zu dürfen. Könnt ihr natürlich auch umhauen einfach, ne? Aber wir den Typen ja kennenlernen, ne? Ihr werdet das Sonnenlicht nie wiedersehen, hört ihr? Niemand. Niemand. Okay, ich bin gespannt. Die Sidna-Mine hört sich ja ein bisschen spannend an. Aber in den meisten Gefängnissen kannst du nicht in deinen Schläfst. Du kannst aber auch einen versuchen. Die Ausrüstung befindet sich in einer Truhe. Okay, probieren wir nochmal auszubrechen. In Ordnung, Gefangener. Augen geradeaus. Ihr seid jetzt in der Sidna-Mine. Und wir erwarten, dass ihr euch euren Lebensunterhalt verdient. In diesem Gefängnis wird keine ruhige Kugel in der Zelle geschoben. Hier arbeitet ihr. So lange, bis euch die Silberbarren aus den Ohren herauskommen. Verstanden? Verstanden, meine Damen. Gut. In Ordnung, macht sie auf. Jetzt ihr da. Runter mit euch. Was habt ihr im Sinn, Jungblut? Nichts. Unschuldig? Das war ich auch, jedenfalls beim ersten Mal. Die anderen Morde habe ich aber begangen. Mein Ratschlag? Arbeitet an der Spitzhacke und verschwindet. Ihr wollt doch nicht wegen einer Flasche Skoma ein Messer in den Bauch bekommen. Madonna. Wenn ihr mich fragt, bedeutet das, ihr seid der neue Lebenslängliche. Pech, mein Freund. Diese Wachen haben euch ganz schön reingelegt. Ich fürchte, mit Mardanach unterhält sich niemand, der zuvor nicht an der Borkul, der Bestie, vorbeigekommen ist. Und mit Borkul, der Bestie, wollt ihr bestimmt nicht reden. Borkul, die Bestie? Mardanachs Wache. Groß, selbst für einen Ork. Angeblich hat er einem Mann den Arm abgerissen und ihn damit zu Tode geprügelt. Eine wirklich altmodische Methode. Ein Messer? Ein kleines Messer, leicht zu verstecken. Klar, man könnte jemanden auch mit der Spitzhacke angreifen, aber so etwas bekommen die Leute meist mit. Habt ihr ein Problem mit einem anderen Gefangenen? Besorgt euch ein Messer. Wie ich höre, hat Griswar noch eins übrig. Wenn ihr ihn dazu bringen könnt, sich davon zu trennen? Das Frischfleisch. So weich und zart. Ja, das sieht ein bisschen fertig aus. Wie war es, als ihr das erste Mal getötet habt? Das Frischfleisch. So weich und zart. Wie war es, als ihr das erste Mal getötet habt? Aufregend, ich habe den Blutrausch gespürt und musste lachen. Ein wahrer Mörder wie ich. Die Götter haben uns in die Welt gebracht, um ihre Hallen mit Seelen zu füllen. Ihr passt gut hierher. Muss Mutter nachsehen. Ihr wollt mit dem Lumpenkönig reden? Na schön. Aber zuerst müsst ihr den Wegzoll bezahlen. Warum besorgt ihr mir nicht eine Klinge? Nicht, dass ich eine bräuchte, aber es ist immer schön, sowas zu haben. Falls ich mich mal rasieren muss. Ganz recht. Dreht um und verschwindet. Okay, bezahlen wir später. Dann müssen wir gucken, ob wir noch irgendwo eine bekommen. Die Arbeit müssen wir ja nicht hier anscheinend. Eine Spitzhacke gefunden. Der Jarl hat entschieden, dass ich ein zu großes Problem bin. Hat mich einfach mit den Abgeschworenen hier eingesperrt. Auch ein Messer. Ach, ihr wollt euch schützen. Ich kann euch besorgen, was ihr braucht.
Vielleicht könnt ihr zuerst etwas für mich tun. Duach hat eine Flasche Skoma. Feinster gebrannter Mondzucker. Schon der Gedanke daran macht mich ganz kribbelig. Ich werde es für euch besorgen. Vielen Dank. Ich werde die Klinge für euch bereithalten. Bis zum nächsten Mal. Das ist nicht der Lieferant. Wir hinten mal längs. Schauen wir mal, ob hier noch mehr Gefangene sind. Müssen ja. Eine Mine. Macht ja keinen Sinn, wenn hier nur einer rumläuft. Wer denn? Duach, da ist er. Die anderen Gefangenen werden misstrauisch, wenn wir uns unterhalten. Seid also leise. Ich habe gehört, dass ihr Skuma habt. Noch einmal und ich schlitze euch auf. Das Skuma gehört mir. Ich brauche was dringend. Skuma-Süchtiger. Verschwindet. Da habt ihr es. Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr... Hey! Ist das schon alles? Ihr hättet nie herkommen sollen. Kann ich hier bitte? Komm schon. Oder ich lasse das Ding. Oh. Okay. Guck mal, danke. Dann nehmen wir auch noch. Was ist hier los? Jetzt war es nicht dumm. Wir müssen ja nur die Prügelei mit dem machen, nicht gleich tot sind. Das kriegen wir nochmal hin. So, ich, das war auch gar nicht so gemeint. Ich wollte den Typen gar nicht töten, aber es passiert. So scheiße, ich muss den ganzen. Ich habe nicht gespeichert zwischendurch. Wie dumm wir war das denn? Gewarnt, oh, komm schon. Aber ihr musstet ja losziehen und Ärger machen. Ja, ernst. Jetzt müssen wir euch halt. Ein Vampir! Ich will eigentlich auch nicht, soll eigentlich wieder in die Mine zurück. Gnade! Wer hat denn Gnade mit mir gehabt? Einer, würde ich sagen. So soll ich mich auch töten jetzt. Das Ganze nochmal. Das war total dumm, das war total dumm von mir. Gebe ich zu, war ich dumm. Ich hole nochmal runter mit den Schnacken. Wir hatten euch gewarnt, aber ihr musstet ja losziehen und Ärger machen. Jetzt müssen wir euch all diese aktuellen Mordfälle anlasten. Ja. Sorgen zum Schweigen bringen. Jede Menge Arbeit. Hat mir Tris gemacht. Wir hatten ein net... Nun... Ihr wolltet doch heraus. Ich komme mit. Aber in die Mine? Ah, hinbekommen ordentlich. Das war jetzt wirklich blöd, das gebe ich zu. Das war clever gelöst.
In Ordnung, Gefangener. Augen geradeaus. In diesem Gefängnis. Verstanden? Gut. In Ordnung, macht sie auf. Jetzt ihr da. Runter mit euch. Können wir mal schnacken, damit wir die ganzen Hinweise bekommen? Was habt ihr im Sinn, Jungblut? Unschuldig? Das war ich auch, jedenfalls beim ersten Mal. Die anderen Morde habe ich aber begangen. Unschuld. Mein Ratschlag? Arbeit, wenn ihr mich. Ich für. Und mit Borkul, der Bestie, wollt ihr bestimmt nicht reden. Ein Klapp. Habt ihr ein Problem mit einem anderen Gefangenen? Besorgt euch ein Messer. Sie kommen. Das ist auch der einzige Tag, an dem wir etwas zu essen Messer bekommen. Brauchen wir natürlich das. Genug Erz abgebaut haben, Oma, was der Typ hat. Direkt mit dem reden oder müssen wir erst mit dem anderen geredet haben? Die anderen Gefangenen werden. Seid ihr hier? Ich bin ein Ab. Ich wäre gerne mit meinen Leuten für Rick. Okay, es geht nicht, wir müssen erst mit ihm reden, damit wir wissen, dass er das Zeug hat. Komm machen. Der Jarl hat ein. Ich habe mich. Auch ein Messer. Ach, ihr wollt euch schützen. Ich kann euch besorgen, was ihr braucht. Ich schwöre. Wenn. Ach, ihr. Vielleicht könnt ihr zuerst etwas für mich. Vielen Dank. Ich werde die Klinge für euch bereithalten. Okay, also. Er besorgt mir das Skopa. Reden wir auch nochmal. Das Frischfleisch. So weich und zart. Wie war es, als ihr das erste Mal getötet habt? Hm? Aufregend. Ein wahrer Mörder wie ich. Die Götter haben uns in die Welt gebracht, um ihre Hallen mit Seelen zu füllen. Ihr passt gut hierher. Ihr wurdet zum. Ach, ihr wollt mit dem. Warum besorgt ihr mir nicht eine Klinge? Nicht, dass ich eine bräuchte, aber es ist immer schön, sowas zu haben. Machen wir jetzt mit ihm hier reden, ein bisschen. O-Boxen? War es das auch, glaube ich. Eure Augen. Noch einmal und ich schlitze. Skuma-Süchtiger. Verschwindet. Da habt ihr es. Los! Zeigt mir, aus welchem Holz ihr nie herkommen sollt. Das war's schon? Mehr habt ihr nicht drauf? Aus. Diese Süchtigen bestehlen mich immer. Ein Roboter. Oh, wie langsam er geht. Ins Bett, Lube. Gib mir das jetzt. Ja, ich hoffe, ihr erstickt daran. Will ich gar nicht von dir. So, Skuma. Pfeifen vorbeigehen und nach links gucken. Der Jarl hat. Aber der Skuma. Hier ist eure Klinge. Versprecht, dass ihr sie niemals gegen mich wenden werdet, ja? Jetzt haben wir es gut. Könnt ihr den Wegzoll bezahlen? Eine Klinge. Na schön. Rein mit euch. Aber stellt dort nichts an. Madanach ist klüger, als ihr denkt.
kämpf, Wacker. Ich hätte mal die Spitzhacke mitnehmen sollen. Seht euch nur an, die Nord haben aus euch eine Bestie gemacht. Eine wilde Bestie, die seht euch nur an, die Nord haben aus euch eine Bestie gemacht. Eine wilde Bestie, die eingesperrt wird, bis der Wahnsinn von ihr Besitz ergreift. Also, werter Bestienkollege, was wollt ihr? Informationen über die Abgeschworenen? Rache für den Versuch, euch umbringen zu lassen? Ich möchte meine Freiheit zurückhaben. Eure Freiheit, ja. Aber selbst wenn ihr aus der Sidna-Mine entkommen würdet, wäre euer Name immer noch mit all dem Blut besudelt. Ihr gehört jetzt zu uns. Seht ihr das denn nicht? Ein Sklave, den Stiefel der Nord im Nacken. Wenn euch das klar ist, könnte ich euch vielleicht helfen. Dann in diesen Minen gibt es einen Mann namens Brake. Neben mir ist er am längsten hier. Sagt ihm, ich schickte euch. Fragt ihn, warum er hier ist. Ich möchte, dass ihr erfahrt, wie sehr Markarth von Ungerechtigkeit durchzogen ist. Ich hatte Markarth bereits. Meine Männer und ich hatten die Nord vertrieben. Der Sieg war unser. Das dachten wir jedenfalls. Die Vergeltung folgte auf dem Fuße. Ich wurde gefangen genommen, rasch vor Gericht gebracht und zum Tode verurteilt. Aber meine Hinrichtung fand nie statt. Tona Silberblut hielt sie auf. Er wollte die Abgeschworenen unter seinem Befehl haben, wollte, dass ich ihre Wut gegen seine Feinde lenke und seine Verbündeten verschone. Und das habe ich getan. Das war zuerst demütigend, aber ich wusste, dass er schließlich in seiner Wachsamkeit nachlassen würde. Dass er darauf vertrauen würde, mich unter Kontrolle zu haben. Unsere Rache wird kommen. Gut, so mal einen Typen, aber ich finde schon sehr cool. Das müssen wir beim nächsten Mal, denn wir sind schon sehr lange unterwegs. Ich hoffe, ihr helft mir beim nächsten Mal wieder mit. Ihr wurde zum Graben verurteilt, also grabt. Ihr helft mir beim nächsten Mal auch wieder. So, verabschieden tun wir uns hier. Danke fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss. Gerne dürft ihr auch ein Abo dalassen oder einen Daumen nach oben.